Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Elex. Nach extrem langer Spielpause, in der ich so ziemlich vergessen habe, was ich tun wollte. Glücklicherweise aber mir die letzte Folge angucken konnte, sonst wäre ich jetzt echt vollkommen planlos gewesen. Ich hatte vor, offenbar, mich um diese Sache zu kümmern. Genau, technischer Vorsprung. Und ich glaube, und ich wollte das von hier aus tun. Darum gehen wir da jetzt einfach mal hin. Porten wir da einfach hin. So. Denn, irgendwie habe ich das Gefühl, so langsam nähert sich die Story tatsächlich ihrem... Nicht gut. Gar nicht gut. Also die Hauptstory so ein bisschen ihrem tatsächlichen Ende. Ich hatte was mit dem Schwert gemacht, ne? Ich hatte das Gift runter, aber dafür war es stärker. Irgendwas war da. Uiuiui. Gott. Ja, da spielt man mal eine Weile nicht und kann dort überhaupt gar nichts mehr hier. So. Das ist aber nett hier. Dass sie mir so viele Sachen schenkt. Ja, genau. Wir hatten das Gift jetzt nicht mehr da drauf, aber dafür ist das Ding stärker. Was ja auch nett ist. So, und wir haben jetzt hier diese Viecher, die ja sowieso gegen Gift, glaube ich, immun waren, weil die selber vergiften. Bleib hinter mir! Ich würde sagen... Diese Waffe ist so mega gut. Aua. Lass das. Auf damit. Hört auf damit, ihr blöden Viecher. Auch die andere Waffe. Schotterkampf. Jetzt hört auf. Ey, seriously? Ich hab keine Ahnung mehr, wie man kämpft. Ja. Alles klar. Alles klar. Alles klar. So ist das. So ist das, wenn man keinen Plan mehr hat. So geht das, wenn man mindestens und so weiter. Also ich habe jetzt, glaube ich, 14 Tage nicht gespielt, weil ich relativ weit im Voraus aufgenommen hatte. Und dann aber nicht dahinter in der Zeit danach nicht dazu gekommen bin, aufzunehmen. Weil ich auf der Arbeit so viel zu tun hatte, dass ich immer ziemlich fertig war. Dementsprechend, ja, ich muss mich echt erst wieder dran gewöhnen. Das ist unerwartet. Ich weiß, dass diese... Genau, das war das Problem. Hier kam so eine doofe Fleischgrille. Aber eigentlich... Achtung! Sollte das mit der Waffe rein... Problem mehr sein. Ja, das sieht ganz gut aus. Okay. So. Ja. Ich wollte sie looten, die Fleischgrille. Hm, lecker. Fangbeine. Hm. So, ich hoffe, dass wir hier bei den Rippern überhaupt eine Chance haben. Oder dass wir jetzt eine bessere Chance haben, sagen wir es mal so. Ja schon was her, dass wir zuletzt hier waren. Ich weiß, dass ich da... Na, ist schon okay. Ich weiß, dass wir da nicht wirklich viel machen konnten gegen die Viechern. Dass die auch ziemlich lang gebraucht haben, oder dass wir ziemlich lang gebraucht haben, um die down zu kriegen. Aber das ist jetzt echt... eigentlich ganz gut aus. Ach, Kaya. Du brauchst nicht hier... So, wie wär's denn jetzt mal mit... Das sind diese Dinger. Genau. Ja, ja, keine Munition, ich weiß. Oh Gott, das ist einfach viel zu schnell alle, das Ding.
Okay, jetzt hüpf mal weg, bitte. Na schön weg. Ah, klasse. Das ist Kaya down. Es könnte sein, dass ich das jetzt nicht so einfach schaffe. Ach, komm, nur komm. Du kannst doch hier. Du musst doch jetzt hier nicht drauf gehen. Geht das? Das ist ein bisschen. Lass das! Meine Herren, die sind aber auch echt hartnäckig, die Viecher. Ich dachte, das waren die Ripper, die das Problem waren, aber die Fleischgrillen scheinen auch irgendwie so ein bisschen sehr hartnäckig zu sein mit ihrem. Okay. Na gut, die geben auch noch 210 Erfahrungspunkte. Meine Herren, ey. Ey, nee, ich wollte nicht. Ist alles gut. Das waren jetzt aber auch viele. Das ist spannend, dass die alle auch immer Elektroschrott haben. Ich meine. So, nee, den hatte ich offenbar schon gelootet. Ich erinnere mich aber nicht daran. Ich räume auch hier unten eigentlich nur auf, obwohl ich das gar nicht muss. Weil ich nicht möchte, dass mir die Viecher womöglich an einer anderen Stelle dann in den Rücken fallen. Oh, die sind hartnäckig. Echt hartnäckig. Die sind sogar härter als die Ripper gewesen. Die haben mehr. Also ich habe länger gebraucht, um die Fleischgrillen platt zu machen. Ich weiß ja auch, dass die Fleischgrillen hier schon häufiger Probleme gemacht haben. Und okay, das sieht aus, als wären hier ein paar Reste. Gucken wir mal gerade, ob wir noch irgendjemanden finden. Überreste von irgendjemandem finden. Nee, den Knochen will ich nicht. Ah, das nehmen wir natürlich mal mit hier. Okay. Oh. So was, so was. Eieiei, ja, ich wusste es. Ich wusste, dass da was rauskommen wird. Ah. Aber ich bin mal wieder nicht in der Lage, mich schnell genug zu drehen. Die Ripper geben nur 95 Erfahrungspunkte. Die Fleischgrillen haben 210 gegeben. Die sind schon stärker. Da kommst du hier auch noch raus? Nö. Da kühlt keiner mehr. Nur sowas. Vielleicht heißt das, dass wir mit den Rippern jetzt besser klarkommen. Kommen? Ja, komm. Okay. Ja. Ich erledige das. Gegen die Ripper ist das wirklich gut, das Gewehr. Achtung! Ja, ja. Okay. Okay, ja, wir könnten es vielleicht schaffen. Das war irgendwo da oben. Ist der das? Ist das das schon? Das ist das schon. Tatsächlich. Ah, es war gar nicht so weit weg. Ich dachte, es wäre weiter weg gewesen. Ah, nice. Okay. Ja, dann. Dass der Typ hier unten war. Ist dann da oben noch ein Nest? Aber eigentlich möchte ich das jetzt nicht mehr platt machen. Och nee, die Viecher sind so widerlich. Dann gucken wir doch mal gerade. Ich hoffe, die Outlaws versuchen nicht, uns jetzt irgendwie umzubringen oder so.
Das Glück ist mit den Dummen. Ah, wir werden ja jetzt auf jeden Fall hier mit den Outlaws nichts mehr machen. Also ich werde nicht mehr diesen Arena-Kampf, glaube ich, machen. Wenn das überhaupt geht. Also, ich kann mir vorstellen, dass das... Obwohl, jetzt habe ich ja kein Schwert mehr mit Giftschaden. Dann könnte ich das ja trotzdem mal versuchen. Das Problem war ja letztes Mal, dass ich mit dem Giftschaden den einen Typen gekillt habe, was ja gar nicht Absicht war. Nein, das war gar keine Absicht. Wo war nochmal... Wo ist Bill? Ist Bill hier drin? Nee. Bist du Bill? Oh Gott, Bill steht da und pieselt in die Ecke. Das lassen wir mal. Zu einfach. Ja, sehe ich auch so. Wie schön. Es kümmert sich niemand drum. Jetzt quatschen wir mal mit Bill. Hast du danach gesucht? Zeig mal her. Ja, ich denke, das dürfte es sein, was meinen Käufer interessiert. Ich selber habe zwar keinen blassen Schimmer, was genau darin beschrieben ist, aber das muss ich ja auch nicht. Du wartest sicher auf das Elixit? Korrekt. Den Großteil der Summe werde ich erst nach Abschluss des Deals bekommen. Aber unser gemeinsamer Freund war so großzügig, mir eine hohe Summe vorzuschießen. Und genau die hole ich dir jetzt. Du hast die Splitter nicht dabei? Natürlich nicht. Denkst du, so eine Summe schleppe ich die ganze Zeit mit mir herum? So dumm und lebensmüde bin ich nicht. Außerdem sagte ich dir bereits, dass du mir vertrauen kannst. Wenn du nicht warten willst, begleite mich einfach zu meinem Versteck. Ich traue dir nicht mal so weit, wie ich dich werfen kann, Bürschchen. Also ich meine... Jax, ne? Also nicht ich. Also ich könnte den wahrscheinlich nicht weit werfen, aber Jax kann den weit werfen und genau. Natürlich hat er was vor. Ah! Okay. Das ist jetzt interessant. Hallo, Vance. Warum hast du Bill angegriffen? Darum. Ach ja. Schönen Gruß vom Müllbaron. Was erzählst du da? Hör mal, Alter, tut mir ja leid, dass ich dein kleines Geschäft gestört habe. Aber wenn der Müllbaron mir sagt, bring den Typen um, dann mache ich das auch. Deinetwegen entgehen mir eine Menge Splitter. Erzähl das jemanden, den es interessiert. Ich habe hier nur meinen Auftrag ausgeführt, das ist alles. Wenn du ein Problem damit hast, geh zum Müllbaron. Ich bin fertig hier. Ich könnte... Könnte ich jetzt zum Müllbaron gehen? Wo wäre denn hier das Versteck gewesen? Ich meine, hier ist ja jetzt nichts. Sollte ich jetzt mit dem Müllbaron sprechen? Der ist ja eh nicht gut auf uns zu sprechen insgesamt, aber... William ist... Mad Bob? Ja, aber das ist alles so, das ist alles so diese Machtkämpfe hier. Das ist nicht das, also das ist, läuft alles dann auf diesen Arena-Kampf hinaus, den ich ja nicht machen will. Jetzt ist die Frage, ich könnte natürlich tatsächlich mit dem Müllbaron mal sprechen, einfach weil... Ich glaube, das werde ich mal tun. Nachdem ich dann den ja letztes Mal so beklaut habe, Pistel. Also das letzte Mal, als ich bei ihm war, habe ich ihn beklaut. Als er hier auf seinem schicken Thron gesessen hat.
Dieser Geruch hier ist abstoßend. Wie kann man nur im Dreck leben? Frag doch jemanden. Ich würde lieber bald aufbrechen, bevor das Ungeziefer in unserer Kleidung nistet. Sehr schönes Gespräch. Vor allem sein, frag doch jemanden. Ja. Hallo, Mad Bob. Was sollte dieser, genau? Was sollte die Sache mit Bill? Ah, du hast meine Nachricht erhalten und stellst jetzt die Preisfrage. Oder hat Bill etwa überlebt und dir meine Glückwunschkarte überreicht? Wie dem auch sei. Ich habe es als angemessene Bestrafung deiner Lüge angesehen. Du wolltest mir weismachen, dass mit der Schrottlieferung alles in Ordnung ist. Aber das war wohl nicht die ganze Wahrheit. Also habe ich den Zufall entscheiden lassen, ob ich dich oder einen deiner Freunde über die Klinge springen lasse. Und da es Bill erwischt hat, solltest du mir eigentlich dankbar sein. Aber betrachten wir die Sache damit als erledigt. Man soll mir ja nicht nachsagen, ich wäre ungerecht zu meinen Freunden. Und ich gehe stark davon aus, dass wir zwei weiter Freunde bleiben wollen, nicht wahr? Heißt das rein theoretisch? Bei mir war Kälte gestiegen. Heißt das rein theoretisch, hätte ich einschreiten können noch und Bill retten? Okay, aber Mad Bob hat sonst nichts zu sagen. Okay. Ja, ich hatte ihn ja, das ist ja diese mit der Schrottlieferung, das ist ja schon ewig alt, die Quest gewesen. Da hatten wir ihm tatsächlich nicht ganz die Wahrheit gesagt. Alles klar. Ja, das machen wir nicht. Der Helm verborgen, ich weiß noch nicht, ja, das ist jetzt so ein bisschen schwierig, ne? Ich bin wieder an so einem Punkt, wo ich nicht so richtig weiß, was ich noch tun kann. Gut, das könnte ich natürlich jetzt tatsächlich noch machen. In die Arena gehen, aber ich will eigentlich nicht. Ich habe eigentlich keine Lust, für die zu kämpfen, muss ich jetzt sagen. Also, oh, ja, ich habe ein paar Attributspunkte, die ich verteilen muss. Ich habe 22. Alles klar. Ich muss mal gerade gucken, welche, das war Persönlichkeit, ne, die Attribut habe ich, okay. War denn nicht hier, es gab doch hier irgendwas, mit dem man... Hier. Dafür brauche ich Gerissenheit auf 55. Alles klar, da war irgendwo der Haken. Oh, das ist alles ein bisschen schwierig gerade. Ja, die Resistenzen habe ich schon mal erwähnt, dass ich da mal Punkte reinstecken sollte. Und Konstitution, die Rüstung würde ich auch ganz gerne noch erhöhen. Hitpoints habe ich auch. Ausdauer erhöhen, genau. Das könnte ich zum Beispiel machen. Da brauche ich einen Überlebenslehrer für. Den habe ich auf jeden Fall im Lager. Dann gehen wir jetzt mal ins Lager der Mitte. Vielleicht triggert das ja auch noch wieder irgendwie eine Quest oder so. Vielleicht, wir haben ja den, wir hatten ja jetzt ein neues Kapitel angefangen. Vielleicht gibt es ja jetzt auch was Neues beim... Objekte übergeben. Okay. Ausrüstung potenzieren. Super. Auf dich kann man sich verlassen. Ja. Na, alles klar, Crony. Der Krieg muss einfach ein Ende finden. Klar doch. Brot. Ist immer noch das, was mir fehlt. Brot. Wenn nur die Alps nicht wären. Die Schufterei muss mal ein Ende haben. Ich guck jetzt mal gerade, ob das neue Kapitel vielleicht tatsächlich hier irgendwas getriggert hat. Ich weiß noch nicht, ob mit den beiden noch was passiert. Nachdem hier könnte man sich fast schon niederlassen. Ja, Kaya. Okay, hast du was? Und? Wie ist der Stand? Wir sind fast da, aber eben nur fast. Was genau brauchen wir noch, um den Gleiter startklar zu machen?
Eine deiner linken Steuerdüsen hat einen Schlag abbekommen. Ich würde damit so keinen Start wagen. Es sei denn, du willst immer nur im Kreis fliegen. Wie kommen wir an eine neue Steuerdüse? Diese Dinger sind schwer zu beschaffen. Der einzige Ort, wo ich so etwas vermuten würde, wären die technischen Sammellager der Alps in der Nähe des Eispalastes in Xarkor. Nur die Alps bauen diese Art von Gleiter. Really? Das wäre wahrscheinlich irgendwo hier in der Nähe. Oh Mann. Ich meine, hier sind eine Menge Gebäude in der Nähe der Konverter, aber... Ja, allerdings allein die Vorstellung, dass wir dann nur im Kreis fliegen, ist echt super. Ja, wir markieren das mal auf der Karte. Mal gucken. Ah, war ich gar nicht so falsch, irgendwie in einem der Gebäude. Alles klar, wir müssten zu dem Konverter und dann dahin. Ja, gut, damit haben wir zumindest eine neue Quest gekriegt, was ich gut finde. Aber ich bin immer noch nicht... Ich muss noch unbedingt... Du warst... Jonesy war Kampflehrer, oder? Bring mir etwas bei. Natürlich! Jonesy war Kampflehrer. Den Jetpack-Angriff, den... Ja, okay. Wuchtschlag benutze ich ja irgendwie praktisch nie. Da fehlt Konsti. Das könnte ich steigern. Soll ich? Soll ich nicht? Das könnte ich noch nicht. Da brauche ich mehr Stärke für. Aber Angriffsstärke steigern. Kostet 1000. Ja, komm hier. Komm, ich möchte das steigern. Warum kann ich das nicht steigern? Ich habe genug Punkte. Ich habe doch genug Punkte. Gibt es einen Grund, warum man das dann nicht kann? Ich habe 73 von 70 und 62 von 50. Ich hatte das neulich schon mal, dass ich irgendwas nicht steigern konnte. Und nicht weiß, warum. Ich glaube, deswegen hatte ich auch hier noch nicht weitergemacht. Ich würde ganz gerne... Ja, es kostet halt alles jetzt 5 Punkte. Ich mache mal Stärke auf 75, Konstitution auf 64 und dann habe ich schon wieder alles voll. Ich weiß nicht, ob es da irgendeinen Grund für gibt, weshalb ich hier die Angriffsstärke oder auch Gut, den Nahkampf kann ich nicht, weil ich nicht genug Stärke habe. Aber die Angriffsstärke müsste ich doch locker machen können. Verstehe ich manchmal nicht. Es ist Jonesy weggelaufen. Jonesy! Wo ist er denn jetzt? Hallo! Er kann doch nicht einfach verschwunden sein. Hallo? Jonesy ist abgehauen, alles klar. Ach, vielleicht ist er da runter. Da. Ah ne, da ist er. Ist einmal oben rumgelaufen. Komm mal her, Jonesy. Ich muss nochmal mit dir reden. Vielleicht kannst du mir das jetzt beibringen. Natürlich. So, jetzt geht das auch. Wieso ging das eben nicht? Ich hatte doch genug. Ja, möchte ich. So. Angriffsstärke ist nämlich... Finde ich gut. Paradestärke finde ich zwar auch ganz nett, aber... Angriffsstärke ist mir wichtiger. Und jetzt bräuchte ich noch... Gab es hier auch einen Überlebenslehrer? Eigentlich ja. Du Überlebenslehrer. Der Akkord. Bring mir etwas bei. Alles klar. Ja, der war Überlebenslehrer. Alles klar.
Gut, das kann ich nicht, weil mir die Rüstung fehlt. Da war was. Aber ich könnte tatsächlich mal hier in die Resistenzen was reinpacken. Und zwar Feuer und Frost ist beides, glaube ich, ganz wichtig. Weil die oft mit... Also zumindest Feuer ist wichtig, weil die mit fiesen Sachen manchmal um sich schmeißen. Die Feuer Schaden machen. Und hier wollte ich die Ausdauer erhöhen, ne? Das wollte ich auch machen. Ja. Okay, damit habe ich jetzt keinen Lernpunkt mehr. Aber das ist egal. So. Besser. Okay. Ja, dann... Ach. Zeig mir deine Ware. Natürlich. Ja, zeig mir deine Ware und lass mich gucken, ob du irgendwas Spannendes hast. Das ist alles schlechter. Das habe ich ihm verkauft. Das ist alles Zeug, was schlechter ist. Als das, was ich habe. Auch hier hat er nichts, was irgendwie besser ist als das, was ich habe. Ja, ist klar. Ich finde zwar die das mit der mehr Ausdauer auch ganz nett. Ring des Widerstands erhöht die Lebenskraft und die Ausdauer. Würde bei mir aber maximale Gesundheit reduzieren, weil ich glaube, ich einen Ring hatte, der das nochmal erhöht, ne? Ich hatte irgendeinen besseren Ring. Ja. Genau, das Elixier der Heilung muss ich doch nochmal nehmen. Das vergesse ich die ganze Zeit. Das ist jetzt letztes Mal schon festgestellt, dass ich das vergessen habe zu nehmen. Beziehungsweise, als ich mir jetzt die Folge nochmal angeguckt habe, ist es mir aufgefallen, dass ich die vergessen hatte zu nehmen. Das vergessen hatte. Die. Oh. Ihr wisst schon. Das Dings. Den Trank. Oh, ich habe so viel Elektroschrott. Selbst wenn ich mir 5000 von diesen Sachen mache, da, ich brauche das nicht alles. Ich verkaufe mal 100. Oder so. Einfach um ein bisschen mehr... Komm hier, verkaufe mal. Ah, und schwupp haben wir viel mehr Elixier. Nachdem uns das Geschäft mit Bilja versaut worden ist. Könnte noch ein paar Goldbrocken einfach mal verkaufen. Brauchen wir ja eigentlich auch nicht wirklich, ne? Ich wüsste jetzt nicht, wofür wir die brauchen. Klebeband haben wir auch noch nicht benutzt irgendwie. Ich weiß auch gar nicht, ob wir schon irgendwie genug Kohle haben, um irgendwie die Ausrüstung wieder noch zu verbessern. Nee. Ich habe 107 von den alten Münzen, ey. Meine Herren. Ja, vielleicht sollte ich dafür mal ein paar Sachen kaufen bei den Klerikern. Ja, okay. Die Anleitungen bringen nicht wirklich was. Also nicht viel. Okay. Dann... würde ich mal sagen... mache ich jetzt hier einen Cut? Und beim nächsten Mal porten wir zu dem Konverter in West Xarkor und gucken dann mal. Also ich bin gerade so ein bisschen unschlüssig. Das scheint ja so jetzt... Also das ist im Augenblick die letzte Quest, die wir machen. Die einzige Quest, die wir machen können, wo wir eine aktive Aufgabe haben. Ich könnte sonst nur noch mal in der Gegend rumrennen und gucken, ob ich irgendwelche Ruinen oder Gebäude oder irgendwas noch nicht abgegrast habe. Aber da bin ich mir jetzt nicht sicher. Da gibt es sicherlich die ein oder andere Ecke, in der ich noch nicht war. Vor allem die, in denen die Strahlung so hoch ist. Aber ich weiß auch nicht, ob es dann letztlich den Preis wert ist, dass wir uns da irgendwelche Sachen reinpfeifen müssen, um da reingehen zu können. Ja, mal gucken. Ich glaube eher, dass wir nur diese Quest machen und dann wird wahrscheinlich auch die Hauptquest wieder weitergehen. Ja, schauen wir einfach mal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Macht's gut, tschüss, ciao und bis dann.